Willkommen zurück zu Albion Online. Ja, wir sind jetzt mal ein bisschen unterwegs, um Kisten zu suchen hier in, ich kann das nicht aussprechen, aber der Koya ist dabei, der wird uns jetzt sagen, wie das heißt. Danke, und die Danu ist auch da, die hat auch einen Versuch. Ja. Dankeschön. Kix ist der Nächste, der es probieren kann. Ja, hallo, und das heißt, denke ich mal, Julie Fan. Danke. Genau. Oh Mann, der bist Und ansonsten haben wir noch schneller. Agmemnon, Odwin und Hori in unserer Gruppe. Richtig. Wir sind hier auf der Suche nach Kisten. Kisten sind letzten Endes so, ja, so Loot, der halt rumliegt. Da kann Kohle drin sein, in Form von Silber. So geht man an die 2000 teilweise, ne? Glaube ich, Da kann sowas. immer mal ordentlich was drin sein, ja. Oder Vor allem können noch Runen drin sein. Können auch schöne Waffen und Rüstung und sowas drin sein, ne? Ja, Ja? durchaus. Okay, dann haben wir. Dann suchen wir jetzt mal, ne? Ja, genau, die würde ich dann ganz gerne, wenn mal hier dann nehmen. Genau, und deswegen verteilen wir uns ein bisschen. Und jetzt fehlen die ganze Folge wahrscheinlich keine einzige Kiste. Nee, Dano hat jetzt gerade schon im Offscreen gleich mal zwei gehabt. Oh, hier sind. Kann sein, dass hier viele. Ja, hier sind 62 Leute. Na gut, wir sind auf einen Samstagabend unterwegs. Das ist vielleicht nicht die intelligenteste Zeit, gebe ich zu. Auf der anderen Karte waren es 99. Also 62 geht. Alles ja, unter bin 80 sonst, ist okay. Bin sonst immer mit 30 hier so unterwegs. Aber ich war halt selten auf einen Samstagabend unterwegs. Bunte Blume. Sensationell. Schöne Blume, ja, bunte Blume. Oh, blaue. Blaue. Ich habe ein Skelettlager. Ich weiß nicht, ob hier eine Kiste ist. Guck halt erst immer Reiter. Es kann auch sein, dass Skelette einfach rumstehen und. Genau. Muss nicht immer eine Kiste da sein. Sieht nicht so aus. Mano. Dann gehe ich halt. Wir finden schon wieder was. Mano, ich dachte, ich hätte jetzt mal was. Ne, Mano. Ich wollte auch mal nützlich sein. Ja, schade. Oh. Das kann nicht jeder Koja. Das bist du doch immer. Ich bin nicht nützlich. Bist du durch deine Anwesenheit schon nützlich? Oh, du Schleimbock. Ich bin auch gerade ausgerutscht in der Spur. Keks, dafür kriegst du einen Keks. Nimmst du wieder auf? Oh, Kinder, das hört doch mal jetzt damit auf. Das ruckelt ja, tatsächlich. Ruckelt. Das kann doch nicht wahr sein. Was komm, nehmen wir auf? Ruckelt's bei dir? Nee, ich hab tatsächlich, es ist irgendwie auf Aufnahme gegangen, ja. Entschuldigung. Das ist war, glaube ich, ein Reflex. Das war, glaube ich, ein Reflex, als Matze 3-2-1 gemacht hat. Und irgendwie so, ja, da liegen. Ganz Da liegen Ganz die stumpf. Griffel in der Shortcut-Position schon auf der Tastatur und warten Richtig. Nur auf billige so Reize. Entschuldigung. Ey, das ist mein Kiefernholz. Finger weg. Dankeschön. Edge Badge. Ich habe gerade ein Tier getötet, das ich leider nicht halten konnte. Was also denn? Eins mit bunten Kringel rundherum. Nee. Irgendwo so, wo es mittelschweres Fell oder sowas gab. Oder... Hast ja, du noch das kein ist ein Vierer, du hast doch ein Dreier, du hast doch ein Dreier Messer von mir bekommen. Nee, hab ich nicht. Nee, du hast er doch ein hat Dreier doch Messer gesagt, von mir bekommen. Es ging nicht. Aber das kann er noch nicht tragen. Ja, kann das doch nicht hat tragen. Er doch heute ja. vor das ist am Stream gesagt. Da liegt da irgendwo das schöne, die schöne Vierer Haut rum, die ich suche und der lässt es vergammeln ja, jetzt. Ja und? Was soll ich machen? Soll ich jetzt einen Ping setzen, dass du nur 8 Kilometer dafür läufst? Ja. Am Ende des Videos die da bist. Genau. Oh, ich bin vereist, okay. Nee, verdammte Kacke, hier ist ja alles schon geschlachtet. So, jetzt habe ich einen Trank versoffen. Danke. Vielen Dank an die Eins. Das ist uns allen schon passiert, Matze. Herzliche Grüße an die Eins. Ah. Hier ist eine bunte Blume, Danu. Wo ist hier? Ping, da. Ganz im Norden. Ach, du bist der Pink da oben. Ja. Na super. Okay. Naja, so ein bisschen weiter im Norden. Also, weißt du, siehst ja mir an meinen. Ja. Ja, viel ich Spaß. Ich komm dafür jetzt garantiert hoch. Kommst du dafür hoch? Ja, wird eh gerade schon abgeerntet. Denke ich mal. Da ist so ein Zwischenboss, denke ich. Ein Nekromant mit 9000 Leben. Ja, der ist gut. Danu, mach mal. Da ist aber schon wer kloppen. Wenn der schon kaputt ich warte mal, wird. Ich warte mal, ob der kaputt geht. Warte ich nicht mal weg von den Skeletten, wenn ich weiß. Zieht doch die Skelette rein. Moment, ich habe gerade Rücksätze. Ich renne von den Skeletten weg und bin sofort wieder bei den Skeletten. Das Schaut ist recht gut. interessant aus. So, jetzt müsste ich weg sein. Also ich bin der Punkt hier. Warte. Geh noch ein bisschen näher ran, dann kann ich wieder schauen, ob der noch da ist. GTHorhead, das wäre halt die Frage, inwiefern sich das dann auf den Stream auswirkt, die Aufnahme.
Wenn der sich hier beschwert, dass meine Performance zum Rendern nicht reicht, dann ist es eigentlich nicht die Festplatte. Für Festplattenprobleme hat er eine eigene Meldung. Wenn zum Beispiel die Festplatte im Sleep-Mode ist, was auch ab und an ist, wenn ich eine Aufnahme starte, dann kriege ich da unten eine andere Meldung. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich werde es mal in Ruhe mir anschauen. Das bringt jetzt gerade nichts. Ja. Da rumzurätseln, leider. Ja, ich sehe den Kreis, da sind nur lauter Kiefern im Weg. Da stehe ich jetzt in etwa. Du willst auch eine Kiste finden. Das ist keine Kiste, das ist schlimmer. Das ist ein Boss mit 10. Ja, Keks, genau dir. Genau der, genau. Renn, warte, ich geh auch weg. Genau der. Okay, er hat schon wieder umgedreht. Keks hat wie viel Prozent sind gerade an Steuern fällig? Sie sind gerade 10% fällig. Alles also easy. Ihr könnt jeder, Kohle für euch selbst farmen. Hm? Der, Keks, der? Ja, der solle sich bitte an wen anders wenden. Oh Mann. Also, es ist so, was ich bis jetzt gehört habe, sind so 15-20% Durchschnitt. Ja, ist es auch. Im Discord stellen sich ja diverse Gilden auch immer vor. Du hast da bis 20% alles. So, der Tank fehlt. Also promoten wir uns jetzt als die Billiggilde, ja? Wir sind die Billigbocker. Wir sind der Steuerparadies. Wir sind der Steuerparadies, genau. Huch, wie kommt man denn zu euch da runter? Du musst dann Umweg machen, rechts rum. Außenrum, ja, ja, okay. Ja. Da bin ich immer noch wieder zu uns. Außenrum, nimmt den langen Weg. Ulzeitpause, herzlich willkommen. Rechts rum hat die Dano gesagt und ich bin rechts rum. Ja, aus meiner Sicht. Ist doch egal, Hauptsache du kommst her. Achtung, Abmännern. Ja, Attacke. Gut. Da ist die Kiste, greif die Kiste an, Scheiße, ist schon zu spät. Hier ist ein ungewöhnlicher Hanf. Hm. Wo ist denn die Kiste? Ja, das ist weg. Er hat's leider gekriegt. Ja. Mag jemand ungewöhnlichen Hanf? Nein, ich mag, aber wir wollen lieber dich da. Sterben. Ich mag gerne nicht sterben. Oh, ich auch. Ich habe eine epische Musik gerade abgespielt bekommen. Und hier lag Loot. Oh, ich habe gerade zig Level gemacht. Echt? Ja, bei ich mir nicht, weil ich da auf den nicht draufgehauen habe, sondern die Ads gemacht habe. Mhm. Ja, supi. Ich habe gar nicht draufgehauen, das kann ich damit zusammenhängen. Na gut. Ja, was war da drin im Loot? Ich glaube, den haben wir nicht gekriegt von der Kiste. Da hat wer anders drauf rumgeschossen. Nee, aber hier lag Loot auf dem Boden vom Boss. Ja, es ist Silber, denke ich mal. Es müssen so 500 für jeden gewesen sein. Also ich hab mal auf Kampf und schau mal einfach nach. Also auf den Reiterkampf im Chat. Den hat nicht jeder, aber na gut. Nicht? Hat 253 Silber aufgenommen. Wurde einfach Silber geteilt durch alle, oder wie? Ja. Ja, schaut so aus. Gut. Ja, ist ja auch was, ne? 100 Silber, wow. Dafür bin ich hier runtergeritten. Wir haben die Kiste nicht gekriegt. Ja, genau, wir haben leider. Also, warte, der möchte mit mir handeln, warum das? Weil er dir bestimmt was geben möchte. Echt? Nee, der will nur haben. Genau. Das ging nicht. Der will handeln und weiß, er hält dann nur so die Hand auf. woher sind die? Er gibt mir gerade 8 Runen, 5. 8 Runen 5? 8,5 Runen. Warte mal, woher sind die? 8 Runen 5? Ach, von dem Boss, denke ich mal. Weil wir haben den gemacht und der hat die Kiste aufgemacht. Das ist ein netter. 8 Runen 50, ne? Nee, das war unser Akmemon. Akmemon? So, Akmemon, vielleicht hat der die aufgehoben. Man die vom Boss? So. Das. Ja, scheinbar. Aber 5er Runen aus dem Boss? Aus dem Low Boss hier? Ich hab 8 5er Runen. Das kann sein. Das wäre extrem. Mal schauen, ob er im Chat sieht, dass ich geschrieben habe. Vielleicht dann einfach mal im Gilden-Chat oder im Gruppen-Chat das schreiben. Ich habe im Gruppen-Chat gerade geschrieben. Weiß. Ich meinte Arkmemon. Ich suche mal eben weiter nach einer Kiste oder einem Boss oder was. Ich suche mal weiter Bosse. In Richtung Ausgang, in Richtung... Ach, da bin ich ja gerade selbst. Da war auch immer sehr viel, aber...
Jetzt scheint ja, ich nehme mal jetzt eine andere Richtung, nicht die, wo ihr alles seid. Das war der Loot, schreibt gerade Agmemon im Streamchat. Ja. Ah, wow. Cool. Krasser Scheiß. Nicht danke. Schlecht. Das steigen wir auf jeden Fall nachher wieder. Wie viel waren es? Acht? Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Recht. Sechs, sieben sind wir. Das ist doch super. Ja. Also für jeden schon mal einer. Und nutzt eine und mal eine in der Gildenkiste als. Eine lassen wir in der Gildenkiste als. Genau, als gemeinschaftliche, wer es mal braucht. Ja, für irgendwas, für irgendwelche Events oder irgendwas anderes. Alles, was gestern übrig geblieben ist und auch alles, was heute übrig geblieben ist, habe ich da auch wieder reingelegt. Mhm. Da drinne. Das ist ja sauber. Ja, das ist ja cool, dann hat sich der doch gelohnt. Ja, das ist cool. Oh, Skelette. Ist das gleich eine Kiste? Hört nicht schon wieder da. Geräusche. Danu. Ja? Ist unglaublich, ne? Ich sammle lieber Haut. Nee, da ist nichts dabei. Ich das läuft weg. Erfolgreicher. Wir haben eh nichts dort, Captain. Puh. Ansonsten hätte ich dich jetzt auch des Cheatens verdächtigt. Das kann jeder in meinem Stream sehen, was ich tue. Aber ich kenne halt die Karte relativ gut. Was glaubst du, wie viele Stunden ich hier schon Stofffarmen war? Oh ja. Tja, wie und gesagt, ich eigentlich auch, obwohl Stunden. Ich bin eigentlich immer hier in dieser einen Ecke unterwegs. Und, Danu, hast du jetzt alles in 4.1? Ja. Ja, das ist schön. Hier ist ein Lager. Okay, dann schau mal, ob es eine Kiste gibt. Ja, werde ich gleich. Ich habe hier gerade noch. Ich hab grad noch ein Vieh zum Looten. Die Viecher. Ja. Der klappt sich mit Skeletten. Da ist aber eh keine Kiste, soll er machen. Ist leider keine Kiste mehr. Ja. Ist wieder nur ein Skelettlager. Vorne. Die machen aber solo auch Spaß. Also auch wenn mal keine Kiste da. Ab und zu ganz gerne. Ja, das Doofe ist, wenn du dann so eine kleine Gruppe an der Backe hast, dann wird es ein bisschen unlustig. Ja, notfalls kann ich mich ja voll heilen. Ja, du. Ja. Und Heiler ist das immer ein anderes. Ja, also, wobei ich sagen muss, ich habe es im Fünfer jetzt auch probiert. Ich war heute das erste Mal im Fünfergebiet. Und da habe ich nur versucht, eine Pflanze anzugreifen, statt der Tier 5 und in die Sammelrüstung. Vergiss es. Ich bin so schnell weg gewesen. Ja. Ja, war nett. War eine nette Begegnung. Ich habe nachher nichts mehr angegriffen dort. Nur auf Zehenspitzen. Nur noch nach Pflanzen gesucht, die rumstehen und nicht mehr rumlaufen. Keine laufen. Ja, gut, greife keine laufenden Pflanzen an. Das ist aber auch irgendwie logisch, oder? Also. Da war keine Kiste, oder? Gibt es hier so eine Art Hotspot oder so, wo es Sinn macht, öfter lang zu laufen, oder? Nein. Also ganz wirr im Kreis und hoffen. Also es gibt. Na, einen Hotspot hast du, aber nur wenn du Pflanzen suchst. Das ist die Baumwolle auf der Karte. Die Frage bezieht sich auf Kisten. Nee, Kisten sind wirklich random. Also ich habe fast immer Kisten gehabt, wenn du im Westen, also im Nordwesten bist. Genau dieser mittlere Punkt zwischen dem West- und dem Nordpunkt, da hatte ich eigentlich fast immer ein Lager. Aber ob da jetzt eine Truhe ist oder nicht, das ist wir nehmen auf, Kuja, dann ist garantiert dort nichts. Ja, das ist richtig. Ach Mist, jetzt habe ich den Busch angegriffen. Ich wollte den Baum fällen. Rohholz brauchen wir auch immer wieder. Nee, ich meine den wandelnden Busch. Achso, den. Ja, Flachs kannst du immer mitnehmen. Ja, du willst es ja nicht. Und bei mir vergammelt es in der Kiste. Kannst das ruhig geben, aber ich habe 700... Ich habe es dir jetzt angeboten und du sagtest, nee, das sammle ich lieber selbst. Das will ich nicht. Dein Flachs kannst du behalten. Oh Mann, Männer. Da hast du es jetzt, ne? Ja. Oh ja, das nächste Mal kriegst du von mir Leder. Ja, gerne. Aber dann will ich doch dafür haben. Aber nur das Vierer. Das andere brauche ich nicht. Brauchst du sonst nichts? Ja, Dreier. Ja, das wäre eine Kiste gewesen. Voll Asimann mit draufgekloppt. Da ist nix. Ja, da war ich gerade mal zu spät. Ja, passiert. Normal. Mein immerhin haben wir jetzt insgesamt erst zwei Kisten und einen Boss gehabt. Nur aufgenommen haben wir halt nur einen Boss. Wie immer. Ja, wenn ihr so spät erst drauf drückt, ich hab's ja mit aufgenommen.
im Stream. Also, ich kann das da rausschneiden. Im Stream habe ich es auch, ja. Ah, du meinst, wenn wir jetzt keine Kiste finden, schneiden wir es einfach davor. Ich schneide das einfach alles zusammen und dann. Und ich schneide das aber auch so, dass das irgendwie klingt, als hätte ich sie gefunden. Ach so, ja, das ist eine gute Idee. Das schaue ich mir auf jeden Fall an, das Video. Da bin ich mal gespannt, wie kreativ du bist. Nee, an so viel Mühe werde ich mir zugegebenermaßen nicht machen. Statt dass er sich freut, dass wir Kisten finden. Ich habe mich gefreut. Ja. Kannst du deine Rüssi sonst auf der Gildeninsel abhören? Ja, das hatte ich doch vorhin gefragt. Da hattest du irgendwie gemeint, du hättest kein Geld und kein Pferd, da hinzukommen. Na gut, jetzt vielleicht, dann, wo wir jetzt die Steuern ein bisschen runtergesenkt haben, ne? Ja, mit 100%. 100% ist halt auch schon schwer, an Geld gemein, zu kommen. Ja. Obwohl, naja gut, man kann ja einfach Sachen verkaufen und dann sind ja einfach keine Steuern. Ja. Aber zum Looten, das ist dann halt ein bisschen schwieriger mitunter, ja. Hat jemand eine Kiste? Nee, sonst hätte man schon geschrien. Ich habe hier ganz viele Kiefern. Ich komme immer nur so einen Meter voran, dann muss ich wieder absteigen. Ja, ich laufe schon an einigem Zeug einfach vorbei, um mehr Zeit für Kisten zu haben. Was Grünes. Moment, muss ich zurück. Hab mich mit dem Ochsen durch die PvP-Zone gewagt. Ach du Kacke. Das hatten wir alle. Durch die rote Zone mit dem Ochsen ist halt schon gewagt. Ja. Weil das verdammt langsam. Ja. Wo bin ich denn? Ach, da oben bin ich. Sagt in der Gruppe nicht unbedingt das Problem, aber einzeln auf jeden Fall. Was ist eigentlich jetzt das schnellste Reit hier? Wahrscheinlich dieser Wolf, oder? Der Schwarze. Gibt's nicht noch so ein Katze? Oder irgend sowas? So eine Kuss, ja, oder? Pumas. So eine Puma, meine ich, oder? Wölfe gibt's auch, Wildschweine gibt's später. Wildschwein, rennendes Wildschwein, das ist für natürlich T4 auch. Ist halt interessant, der Elch. Kann halt, wenn man unten im Wüstenbiom die Elche tötet, kriegt man von denen T4-Leder und die haben eine Wahrscheinlichkeit, so ein kleines Elchkind fallen zu lassen. Moment, in der Wüste Elche? Ja, Nicht logisch denken, bitte. Okay, ich hab. Ja, Leute? Ja. Nein, sag nicht, dass du eine Kiste hast. Nein, aber der 9300 Mann ist wieder da. Den machen wir auch. Und eine Kiste. Brauchst du nochmal einen Pink? Ja. Ja, ich weiß noch ungefähr, wo du warst. Genau. Ich weiß es nicht. Oh, das ist ein Stück. Alle die Beine in die Hand nehmen. Matze, wir warten auf dich. Nee, warten nicht. Wenn wir mal 3-4 Leute sind, sollten wir anfangen. Weil der Tank da ist. Doch nicht warten, wenn eine Kiste auf dem Spiel steht. Eben, ist wieder der 9000er. Ja, aber wenn doch eine Kiste daneben ist. Matze, mach dich mal bitte auf den Weg. Ich bin doch schon lange auf dem Weg. Achso, schön. Und eigentlich bin ich da jetzt nur noch einmal hingeritten, weil da ein grüner Baum gerade war. Aber dann hat er ja eine ziemlich flotte Respawn-Zeit, ne? Also könnte man ja fast stehen bleiben, so ungefähr, wenn es nicht so langweilig wäre für den Stream. Genau das ist es. Und dann kommt halt eine halbe Stunde lang keiner. Ja. So, Hori ist schon da? Ja, ich brauche auch noch ein bisschen. Das ist ein Eck weg. Läufst wahrscheinlich da parallel zu mir fast, hä? Du hast ja, auf der anderen Seite vom See gerade, ja. Nee, dann bist du es nicht. Von diesem kleinen See. Nein, dann bist du es nicht. Ich bin noch viel weiter. Oh, blauer Baum. Oh, mit 6 Stück. Oh. Boy. Okay, ich höre schlimme Musik. Ich höre. Oh, bin da. Wo seid ihr? Und seid ihr südlich vom Boss oder wie? Lol. Jetzt wird einer Bogenschütze hat gerade den Boss. Ja, schau mal zu, wie er den Boss macht. Wollte ich bin jetzt gespannt. Ich hab mal die anderen Ads. Schau ihm zu. Nee, der Bogenschütze ist eh gleich gut. Wir greifen dann hier mal. Ich hab die gerade abgehängt. Warte mal, bis der Bogenschütze fertig ist. Mhm. Ja, pass auf, der liegt jetzt im Boss. Der liegt jetzt im Boss und sagt dann so. So, und jetzt ihr. Ja, der ist hinüber. Okay, dann auf den Boss, Matze. Matze ist noch nicht da. Nee. Noch nicht da. Aber fast. Er kommt gleich. Passt bitte auf. Da kommt. Das Problem ist, wir sind jetzt alle überladen, wenn wir vom Ochsen absteigen. Nö, ich nicht. Nö, ich nicht. Okay, gut. Ja, der Boss hat mich. Matze, bitte den Boss angreifen. Wir sollten aber direkt auf die überladen. Kiste aufgehen, oder? Ja, wir sollten an der Kiste stehen, falls jemand. Genau, Hori macht die Kiste, genau. Hori kann das machen. Gut.
wollte gerade schon sagen, da ballert jemand. Ich habe schon nicht wirklich die Säule gesehen. Der war für mich. Ja, Hori kann das machen. War für mich nicht der richtige. Hast du einen? Ja, Hori hat. Und Hori holt auch schon den Blut. Kann ich mal geheilt werden? Ich bin auch schon dabei. Hori könnte das jetzt aufsammeln? Warum tut er es nicht? Nee, es ging nicht. Solange der Kampf lief, ich hab's auch schon probiert. Oh, okay, dann tut es jetzt gehen. Waren Runen drin, Vierer. Feine epische Musik. Ja, ich weiß auch nicht, was jetzt. Was war dem Boss-Loot? Hat den jemand? Da ist Silber wieder ganz viel. Ich krieg grad wieder was, und zwar von Hori. Oh, cool, was ist das? Ein verlorener, verfluchter Kristall des Adepten. Das ist ein Artefakt. Ach du Scheiße. Hier ist 6 Vierer-Runen, 2 Fünfer-Runen, 2 Vierer-Runen. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr und schön. Noch so ein Seele des Adepten. Ah ja, das ist gut. Cool, das teilen wir nachher auf jeden Fall. Hier wird was angegriffen. Ja, ich. Ach, schon Moment. Also der Loot ist ja besser als in der Inni hier. Wollte ich gerade sagen, das hätte ich jetzt. Dass hier halt auch Fünfer-Sachen kommen, also ja, das ist schon extrem. Ja. Also ich habe jetzt, glaube ich, allen Loot, das ist Hammer. Also ich hab noch eine Rune. Den Baum will ich noch haben. Ich habe noch eine Vierer-Rune, aber die gebe ich dir dann nachher. Ja, das mache ich nachher. Aber dann war das doch eine gute Ausbeute für die paar Minuten. Ja, auf jeden Fall. So, ich reite wieder einmal im Kreis und komme wieder daher, ja? Ich dürfte sowas nicht suchen schicken, sehe ich schon. Ja, also irgendwie, es wurde gerade schon im Chat auch vorhin geschrieben, du machst hier den Xa heute. Xa hat da gleich auch protestiert, es kann nur einen geben. Aber... Die Kia? Zum Beispiel. Es kann nur einen geben, die Kia. Ja, genau. So, ja. Lass wir das jetzt einfach so im Raum stehen, ja. Das lassen wir mal so wirken. Ich habe dann verfluchten Todesmeister, habt ihr an dem Interesse? 3600 Leben, aber keine Kiste. Nö, ich kann das ja mal testen. Aber also. Moment, ich renn gerade noch vor ihm davon. Ich muss zuerst los. Was ist denn jetzt schon wieder? Ganz am Rand? Nur ein bisschen nach Süden gegangen. Nach Süden? Also, warte, okay, ich bin in etwa hier. Ja, okay. Ja, die war sein. Ja, den kannst du ja fast zu zweit machen. Ja, du, wie gesagt, ich habe momentan keinen einzigen Angriffskill. Nee, ich sag's ja nur, also. Hier ist ein blauer Baum. Wo ist das? Ja, okay. Also, wächst noch, aber so als Hinweis. Oha, ich krieg gerade einen auf die Klatsche. Einen auf die Klatsche, ja. Ich da und rennt auch durch. Nee, alles gut. Du kriegst einen auf die Klatsche. Das waren ein paar, ist das hier mitten im das waren ein paar mehr, was? Als ich vertragen habe, aber... Fluchtmodus funktioniert. Ich geh mal rüber zu Hori. Ich weiß nicht, wo. Moment, wie komme ich denn zu dich? Ungefähr hier. Was? Kringel. Bin da. Genau. Da ist so einer mit Kringel. Genau. Ja, den können wir doch machen hier. Komm, ich greife ihn an. Okay. Oh, ich weiß, wie gesagt, nicht, was der bringt, aber. Rune. Na, immerhin. Zwei Runden. Jo, ist okay. Kiste sehe ich aber nicht. Okay. Nee, Kiste war auch keine. Nee, also bei dir. Ich bin ja ganz woanders. Nee, schön. Kiste? Wo? Wo? Ach so, der einzige Punkt, der jetzt nicht bei uns ist. Nee, es sind zwei da Punkte hinten? Nicht bei uns. Da hinten ist Matze, ja. So weit? Wie sind der so schnell da nach hinten kommen? Seht da keinen Punkt? Mach nochmal, markier nochmal, Matze. Ich sehe da hinten keinen Punkt, wo du jetzt markiert hast. Doch, da steht ein gelber Punkt. Da steht... Hä? Ich bin da. Punkt. Was ist Punkt bei mir auf der Karte? Ich bin verbuggt. Ich sehe auch den Ping. Sehr schön. Ja, den Ping habe ich auch gesehen, aber den Punkt leider nicht. Einfach alle nach Westen reiten. Und da bin ich hängen bleiben. Halt den Gegner so lange, bis er platzt. Jemand sagt, da war eben eine Kiste. Na gut. Er hat eine Rune bekommen. Okay. Wir brauchen weitere Heiler. Ja, wir brauchen weitere Heiler. Ja. Oh, ich glaube, hier ist der Farm-Spot für euch, oder? Ja, genau. So, genau. Und wenn das ist ja da? Übel hier.
Ich komme gleich. Ich bin gut, dann habe ich jetzt wenigstens einen Punkt an der Stelle. Achso, was brauchen wir eher? Healer oder Offensivcaster? Eher Healer. Ja, wir brauchen Healer. Ja. Auch an alle Magier oder Jäger. Auch Jäger? Ja, die Kamm haben auch einen Heilungsstab. Ach ja, stimmt, ja. Ich habe auch so einen Naturstab. Ups, da. Ja, gut, kann ich mir ja auch mal an. Ja, Matze. Matze? Auf die Kiste aufpassen, dass sie keiner angreift. Aber soll ich sie machen? Oh, Matze. Nee, lass, warte erstmal, dass sie noch nicht keiner angreift. Ich hab gar nicht meine falschen Skeletten, oder? Aber dann mit Punkten, bevor ich anfange. So, jetzt kommen wir die Kiste mal an. Und? War was? Ahnung. Silber, oder was? Hab jetzt nichts gesehen. Ich auch nicht. Ach, Matze, das war wieder eine Low-Kiste, oder wie? Hier, mach doch deinen Scheiß alleine. Ich streik jetzt. Echt, hey. Echt, hey. Kroschblatt. Immerhin hat der Matze jetzt auch eine Kiste gefunden. Ja, der hat schon eine Kiste gefunden. Oh ja, jetzt bist du dran. Mhm. Ja, er findet nichts, aber er motzt einfach. Ne? Das ist unglaublich. Nix drauf, ja, außer Zahnbelag, aber... Oh. Oh Mann. Naja, ja. Hier ist nochmal so grünes Bäumchen und... was anderes grünes. Hey, ich muss Matze hinterherlaufen. Matze, wo bist du? Das kann ja nicht sein, ich finde überhaupt nichts. Hier ist doch alles grün. Ich lauf einfach dir hinterher. Es geht nicht um die Blätterfarbe, Matze, ne? Nein, aber ich stehe hier inmitten von drei grünen Pflanzen. Oh je. Bist du der Nerd? Damit sehe ich mal Keks eine Stunde nicht mehr, der ist beschäftigt. Hier, da. Er ist der Nerdöstlichste. So, Nerd. Und Nerd aus. Die gehen wieder weg irgendwann, die Kreise? Die Grünen ja. Von alleine? Ja, ja, genau. Kann aber auch passieren, dass du eine halbe Stunde dort stehst und immer wieder. Genau, genau. Ich hatte vier grüne Hanfpflanzen mal in einem Sichtbereich und habe die immer nacheinander alle abgearbeitet. Ich hatte erst drei. Skelettlager ohne Kiste. Was jetzt? Das. Mit oder ohne? Mit ohne. Okay. Aber ich meine, wir sehen ja. Deine Lebensanzeige. Und hier noch ein Hanf. Da wissen wir, ob du es kannst. Ach so, aber der Wert, das wächst noch. Nee, ist echt total lohnend, auch so vom Farmen her. So, der Arkmemon baut das immer schon ab. Ach so, der kann das auch. Ich glaube, Magier haben wir aber halt wirklich nicht viele. Ja, es wäre schön, wenn sich noch ein paar dazu überwinden könnten, den Priester zu leveln. Ja, wenigstens so ab und zu mal. Grün leuchtende Pflänzchen. Also es ist nicht so, dass der Priester alleine überhaupt nichts machen kann. Man hat einen ordentlichen Angriffszauber. Man hat einen ordentlichen Angriffszauber, den kann man immer schön nacheinander casten. Und zwar ohne große Zeit dazwischen. Im Endeffekt finde ich das sogar besser, weil man stirbt einfach nicht. Man kann sich immer selber hochheilen. Naja, man kann trotzdem sterben. Nee, sterben kann jeder, na klar, aber. So, ich würde mal sagen, hier 28 Minuten sterben kann jeder, ist ein gutes Schlusswort. Die Erkenntnis des Tages. Ottwin sagt Kiste. Sterben, na, wo? Na, nächstes Mal. Und Agmemnon sagt Nekromant bei mir. Ja, der Nekromant ist wieder da, dachte ich mir auch schon. Ich bin da jetzt schon gerade runter. Ja, machen wir das jetzt alles, das machen wir im Off, jetzt haben wir es ja gesehen. Das machen wir im Off, ne? Ja. Dann verabscheuen wir uns von dieser Folge und... Ja, das klingt gut. Ne? Ja, genau. Dann mach das. Und tschüss. Und tschüss.